Leute, ich muss euch jetzt was Ernstes sagen. Wir sind jetzt bald am Ende einer Lebensmittelreise. Wir werden bald komplett mit dem Supermarkt durch sein. Deswegen eine kurze Schweigeminute für diesen nicht gruseligen Supermarkt. Okay, passt schon. Schweigeminute vorbei. Ob keine Lust mehr zu warten. Zack. Okay, das hat ja sehr gut geklappt wieder. Ich mag das irgendwie mit dem Schnipsen. So, wir sind jetzt wahrscheinlich im letzten Stretch von dem Spiel. Was war das letzte Mal eigentlich überhaupt großartig? Ich weiß es. Was für ein Albtraum. War es nur ein Traum? Nee, das ist die typische Aussage in einem Horrorspiel. War es alles nur ein Traum? Wird diese Tür jemals aufgehen? Werden wir jemals wieder diesen Supermarkt erblicken? Kann ich mir jemals wieder eine Banane kaufen? Fragen über Fragen. Aber ich habe keine Antwort darauf. Deshalb spielen wir weiter. Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich jetzt hier... Lol, da liegt ja schon wieder ein Tape. Wer hat das Tape hier gebracht? Ist da einer schnell bei der Tür rein gekuscht? Wer weiß? Niemand weiß es. Deswegen schauen wir uns das Tape jetzt an. Watch this! Das ist Heisle. Da waren wir doch. Ja. Haben wir exorcised. Dann ist der Manager wieder mit seinem Kopf aufgekommen. Hab mir angestarrt. Das wäre ich ein Stück Steak. Oder kennst du das? Das Meme. Weißt das Godzilla-Meme. So, was die Mikrowelle sieht, wenn du dir Hardpack jetzt mitten in der Nacht machst. So ungefähr wahrscheinlich hat der Manager uns zu uns geschaut. Also, auf den Straßen ist noch nichts los. Ja, wie immer. Wisst ihr mal, wie spät es ist? Da haben Leute zu schlafen. Nicht wir. Wir haben die Nachtschicht. Wir sind einer der glücklichen Leute, die in der... Ja, jetzt wollte ich sagen, statt in den Örtle da arbeiten. Ich warte immer noch darauf, dass hier irgendwie so ein kleines Buu kommt. Aber ich glaube, es kommt kein Buu mehr. Jetzt nur wieder zurück zum Supermarkt. Vielleicht ist es ja unsere letzte Schicht, ich weiß es nicht. Ich habe mir diesmal den Weg sogar gemerkt. Ich brauche nicht mehr Google Maps dafür. Das schaffe ich jetzt, bin ja groß. Und ich erblicke wieder diesen Supermarkt zum vielleicht letzten Mal. Also ich gehe sogar davon aus, dass es jetzt heute das letzte Mal wird, dass wir diesen Supermarkt sehen. Ja, der Sound ist immer noch nervig für sonst. Wo ist der Anna eigentlich? Habt ihr heute frei? Ich habe keine Aufgabe. Sollte ich jetzt überhaupt hier sein? Ich habe so das Gefühl, ich habe ja eigentlich, vielleicht habe ich ja frei und ich weiß es nur nicht. Was soll ich jetzt hier bitte schon machen? Toll, bin jetzt ganz umsonst aufgestanden. Kennst du das? Der Weg war umsonst. So fühle ich mich gerade. Dolle Wurst, was soll ich jetzt hier machen? Was? Woher kommt das auf ein... Ja, ich habe keine Ladesequenz mehr, wenn ich hier darüber marschiere. Was macht das hier, das Gestrüpp am Boden? Ich bin nur hierher marschiert. Von hier sah noch alles schön aus. Ich marschiere paar Schritte, bumm. Albtraum. Warum sind hier Fernseher, by the way? Haben die gerade kurzzeitig das Sortiment umgeändert, dass wir jetzt alle nur noch Fernseher verkaufen? Das ist jetzt ja nicht der Supermarkt für Lebensmittel. Das ist jetzt Elektrofachmarkt. Das ist jetzt hier. Ja, ja. Das sind halt nur die Reste. Die müssen halt zum Sonderpreis raus. Lol. Ich kann nicht mehr zur Crime Scene. WTF. Ist da was? Achso, das ist nur ein Poster. Kann ich eigentlich theoretisch rausgehen? Nein. Ach lol, hier sind ja auch Fernseher. That's pretty much... Was ist das überhaupt für Geräusch? Ich glaube, ich muss mal echt über Überwachungskamera mal glotzen. Nö. Pep! Da ist ein Kind. Aber ist es nicht das... das gleiche Kind, was... Nee, wir haben das nicht gesehen. Was machst du? Was machst du hier? Ja, schaust den Fernseher an. Schee. Ich geb da aber Korn. Der ist unverkäuflich. Ich weiß nicht mehr, woher die kommen. Jetzt pass auf, da in der ersten Reihe rechts hat er den Fernseher angeschaut. Da hat er den Fernseher angeschaut. Draußen ist auch nix. Ah, ich kann auch nicht mal zur Crime Scene schauen, fällt mir gerade auf. Und jetzt schaut er da nochmal rein. Sollte es mir jetzt... Und da schaut er wieder am Fernseher an. Das könnte ein Rätsel sein. Pretty much. Ja, schau mir ruhig an. Starr tief in meine Seele, hast du recht. Jetzt marschierst du da... Ja, jetzt marschierst du in die Reihe.
Aber sehe ich halt nicht so viel. Habe ich vielleicht den richtigen Fernseher angemacht? Nee. Schaut er da am Fernseher an. Also es könnte sein, dass er da den obersten anschaut und dann geht er weiter. Und deshalb dreht er seine normale Runde. Also heißt, ich muss die Fernseher die anmachen, die er anstarrt? Das Blöde ist, ich habe halt einen Fernseher an und ich kann nicht mehr ausmachen. Nee, ich kann nicht mehr ausmachen. Also pass auf, den hat er angeschaut? Die ganze Nachbarschaft wird mich bald sehen, hey, wie ich mit Klopter da rumrenne und Fernseher anmache. Bestimmt noch dazu. Oh, hier geht's rein. Aber Klodeckel geht nicht hoch, also naja, habe ich halt Pech gehabt. Also, pass auf, wo hat er überall hingeschaut? Jetzt muss ich fast nochmal schnell starren. Also, pass auf, machen wir erstmal das Step by Step. Also, okay. Den obersten mal. Oder den zweitobersten. Machen wir jetzt echt mal Step by Step. Also, es war da. Er stand dann hier und hat da hochgeschaut. Weiß nicht letztendlich, dass er den gemeint hat. Machen wir halt den mal an. Kann ja nicht schaden. Ja, ich muss wahrscheinlich genau die Fernseher anmachen, die er anstarrt. Habe ich so das Feeling. Also, jetzt pass auf. Mach ich jetzt mittig rein. Das sieht man nach zweiter Reihe unten aus. Ja, zweite Reihe unten. Dann haben wir normalerweise... Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Das war hier genau. Also, der hier... Ich hab gesagt, zweite Reihe, das wäre es. Aber war das jetzt? Richtig? Falsch? Ja, das Problem war, ich hab den da angehabt. Das war mein Problem gerade. Ja, hört doch mal mit den Geräuschen auf. Alles, pass auf. Den hat er, glaube ich, angeschaut. Dann, ich sag mal, der da. Haben wir zwei. Jetzt muss ich nochmal schauen, wie er rummarschiert, dass ich die richtigen Fernseher anmache. Okay, da hast du jetzt nichts angeschaut. War ich, glaube ich, zu spät dran. Jetzt pass auf, du marschierst rein und schaust wahrscheinlich auf den. Ja, der, also sieht man danach aus, dass er auf dem Fernseher glotzt. Schä, haben wir das schon mal. Zeig mir den nächsten Fernseher. Ich denke mal, der links ist auch richtig. Wo bleibst du stehen? Wahrscheinlich der letzte oben, oder? Jep, der letzte oben. Machen wir das mal schnell. Also, der letzte hier. Gut. Aber es fehlt in der Reihe noch ein Fernseher wahrscheinlich. Also, CCTV. Jetzt habe ich da Fernseher, auf der anderen Seite Fernseher und in einer Reihe habe ich auch einen Fernseher. Jetzt muss ich halt nur schauen. So, warte mal. Das sieht mir nach dem zweiten Fernseher unten aus. Das war dann... Gott, es kommt auf an, welche Richtung das jetzt war. War das der da letztendlich? Oder was hier? Das wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt falsch liege. Das wäre jetzt blöd. Ich glaube, da muss ich nochmal schnell durchfilzen, das Ganze, also das Material. Schade, dass ich nicht rewinden kann. Aber ich muss nochmal schauen. So, jetzt schauen wir nochmal genau. Jetzt müssen wir da runtergehen. Nein. Okay, es war... Da hinten unten. Jetzt habe ich nicht auf, dass ich in die Tasse drückt. Also es war hier und dann unten. Also es war einer von denen, weil der ist nur so marschiert. Und, oder meinst du, war doch der hier da? Hat sie was gebracht? Okay, ich habe es richtig gemacht. Jetzt ist er traurig, weil ich das falsche Programm eingestellt habe. Ja, was denn? Mei. Fernsehen ist halt so. Ich kann das Programm auch nicht bestimmen. Hi? Das hat sich eher danach gehört, als würde jemand herrennen und nicht einfach nur dastehen. Hä? Ist es halt. LOL, es ist alles wieder normal. Ach, das war bestimmt alles nur ein böser Traum. Crime Scene ist auch wieder open for business und irgendjemand kommt da reingerannt. Er kommt jetzt schon wieder, muck nimmer. Ach nee. Lol, hat jemand eine Videokassette wieder liegen lassen. Die wievielte habe ich mittlerweile... Die vierte Nacht. Die wievielte habe ich mittlerweile eingesammelt? Ich hab's zählen aufgehört. Give me... Le... Tape? Wow. Geht nicht. Ach doch, da. Ah! Ich kann das jetzt jemand anderen schicken.
Oder ich schaue es mir an und ich denke mal, das ist dann jeweils ein Ende, denke ich mal. Soll ich jemand anderes schicken? Nee, weißt was? Das können wir uns auch mal noch anschauen. Erstmal schauen wir uns das an. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Wahrscheinlich keine kluge Idee. Aber das Spiel hat ja, glaube ich... Warum gerade der Kamerawechsel? Das Spiel hat ja zwei Enden. Hat's. Die steht gleich neben mir. Hat mich beim Schlafen gefilmt. Und nur? Ja, das ist bei mir im Schlafzimmer. Es ist ja Wohn-Schlafbereich. Ist es. Und nur? Kann ich irgendwas tun? Nö, ich kann gar nichts tun. Ich kann ja nur altes Tape anstarren. Ich? Ja, ich. Ich kann mich nicht bewegen. Also ist es keine Aufzeichnung, das ist irgendwann anscheinend in der Nacht. Die wollt schlafen. Oder? Ja. Nach 11:30 am Abend. Ja, ich kann gar nichts tun. Hi? Ja, das war Ending 2. Das andere Ending wäre wahrscheinlich gewesen, oder wäre eingetreten, wenn ich die Kassette weggesteckt hätte. An jemand anders. Vielleicht an einen, der mich erschrocken hat. Und das war The Convenience Store. Ja, dann endet vielleicht die Reise noch nicht. Also ich werde es mal ganz spontan überlegen, ob ich das andere Ende noch mache. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal gucken. Das Problem ist halt immer, das Spiel hat keine Sparpunkte. Ja, und ich meine, das Spiel geht ja eigentlich nur eine Stunde, so circa. Pi mal Daumen. Da kann ich verstehen, dass sie keine Checkpoints oder so haben. Aber ich muss halt wieder das Ganze wieder machen, bis zu der Stelle. Ja, schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Ich überleg's mal. Aber war ein echt nettes Horror-Game. Also, es hat nicht viel Horror gehabt, ja. Aber ich fand's ein bisschen anders und es ist kein schlechtes Supermarkt-Horror-Game. Ist ja in einem Supermarkt. Ist ja immer gruselig. Und dann sind wir natürlich wieder am Ende des Videos angelangt. Bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.